Dann hätten wir noch geflügelter Kuribo mit Hallo Hells, den wir erst dreimal besiegt haben. Müssen wir auch nochmal eben zweimal schnell platt machen. Jupp. Sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ziehen wir mal unsere Opfermonster hier. Das ist schon fast unfair. Ich mag diese Kombi auf unserer Hand mit Schwerter und Gehirnkontrolle. Tja! Another Nios. Ich erinnere mich. Das ist das eine Viech, was hier tatsächlich ein 1900er spielen kann unter den allerersten Gegnern. I remember. Gib her. So, Jinzo. Haha. Jinzo kriegt jetzt ein paar fette Muskeln. Wie sich das für Jinzo gehört. Oh, 4000 ATK. Reichen, glaube ich, soeben. Okay, 4000 ATK reichen nicht so eben. Der hätte noch keine 8000 ATK gereicht. Naja, gut, wer hätte gedacht, dass geflügelter Kuribo Kuribo spielt, wa? Wahrscheinlich spielt er noch nicht mal multiplizieren. Oberseele! Holt sich seine Navanias zurück. Ist ja Kombos hier. Oh, da hat ihn zu Nios weiter beschworen, was ihm exakt gar nichts bringt, aber yeah. Der hat nur 1-3, das ist schön. Dann Hydrogeron will noch mal eine Runde. Das wird brutal für unseren Jinzo. Yep. Hydrogerons Effekt aktivieren. Mehr Hydrogerons. Und plötzlich haben wir einen Jinzo mit 5600 ATK. Das war doch mal ein schneller Abschlussbonus. Sehr schön. Da hat der Navanias auch nicht viel geholfen. Serie-Bonus, Schnellabschluss-Bonus. Die typischen Boni halt. Und noch einmal, dann haben wir den auch schon fünfmal. Da haben wir nämlich schon gut vorgearbeitet mit Hallo Hells. In unserer Anfangszeit, als wir dieses Spiel gestartet haben. Damals. Vor vielen, vielen Monaten. Als die Welt noch gut war. Königin. Reicht. Weltraum. Nio. Mhm. Glaumos. Gemeinsame Seele jetzt. Jetzt übertreiben wir das aber. Flare Scarab. Aha. Und noch eine Verdeckte. Bisschen Overkill. Schwerer Sturm. Hammerkopf. Kraft of the Mage. Oh, schauen wir doch mal. Eine Falle. Er wurde in die Verteidigung gelegt. Bumm. Und Kuribo hinterher. Sure. Warum nicht? Jetzt sind wir noch in dem Fall eines Glaumosses. Wir wissen ja, dass er Flare Scarab hat. Okay, wir wissen nicht, was die andere Karte ist. Meine Güte. Man kann doch übertreiben, ja? Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Okay, mal Flare Scarab. Oh, Flare Scarab, da habe ich ja nicht mit gerechnet. Und mit 3400 direkt drauf. Wunderschön. Ich hätte auch eigentlich einen Karten verdeckt legen können, ne? Kuribo hat wahrscheinlich keinen schweren Sturm im Deck. Kann ich mal was spielen. Kann natürlich sein, aus irgendeinem Grund, dass er jetzt noch ein Kuribo nachgezogen hat. Schauen wir mal, hat er das? 4-4.
Nope, hat kein Kurigo nachgezogen. Dann ist vorbei. Ja, danke, Mr. Held. War ein guter Versuch, aber ne, das war's. Du gewinnst! Dann müssen wir mal schauen, wen wir sonst noch in Turnieren oder so vorbearbeitet haben, wo wir relativ schnell auf die 5 Siege kommen. Eins, zwei, drei, vier haben wir hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Müssen jetzt 12 Gegner dann sein, die wir schon jeweils 5-mal besiegt haben, ne? Wir hätten nicht was freischalten müssen schon. Vielleicht doch nicht. Rise of the Dragon Lords. Oh, Knight Assailant hatten wir noch nicht. Drachentyran, Seepferd Kaiser. Fell Grand Drache. Yaku in Zahlungnahme, Majestätischer Mech Goryu, ein Hauswirtschaftler. Boah. Gar nicht zu übel. Okay, wen haben wir denn noch bearbeitet? Zum Beispiel den König der Totenkopf, jener, der eben angemerkt wurde. Sie haben wir schon dreimal. Wir gehen jetzt einfach mal auf 15. Gegner, die wir halt 5-mal besiegen, würde ich sagen. Das heißt, dass wir noch 3 hochbringen müssen. Das sollte jetzt nicht zu lange dauern eigentlich. Die Gegner hier sind ja nicht mehr so stark. ST, Fallgrube und dann hätten wir hier einen Hyperhammerkopf. Verwandlungsflug sollte niemand spielen in seinem Deck. Wir haben es beim letzten Teil wieder gesehen, in dem der Verwandlungsflug gegen uns eingesetzt wurde. Gegner hat Verwandlungsflug aktiviert, wir wurden dadurch in den Duell mega bestärkt und haben dadurch das einen riesen Turnaround gehabt. Friggin' Stratos. Boah. Stirb für immer. Holt sich Edgelord. Die sind immer doof. Geh mal die da. Schrumpfen. Okay. Ein Geister-Sensenmann. Das ist vielleicht gar nicht so übel. Holen wir uns mal den Call. Holen wir uns mal die Kraft. Und wir holen jetzt auch die Magie dazu, weil warum nicht? Damage! Damage! Dead! Match. Okay, zumindest können wir eine Handkarte killen. Besondere Optionssache. Oh, guter Treffer. Besondere Optionssache. Schon okay. Ist für diese Runde. Eine Verdeckte, zwei Verdeckte. Ja, ja, burn du mal. Hydrogeddon, das kommt eigentlich ganz gelegen. Frage ist nur, ob da hinten jetzt irgendwas Neues Zerstörendes liegt. Auf jeden Fall ein MST. Das war so ein bisschen zu erwarten. Aber ist auch kein großes Problem. Was ist die andere Karte? Schrumpfen, die ist ein Problem. Ja, ich hab's befürchtet. Das bedeutet zumindest, dass er den Gastersensenmann nicht killen kann. Gut, dann bleiben wir halt im Angriff liegen. Ja, ist klar, jetzt hat er keine Monster mehr, die er beschwören kann. Gut, dann halt so. Wehe, da kommt jetzt eine verdeckte Verteidigungskarte. Okay, seine letzte Karte ist Edgelord, das wissen wir. Gegenfeuer.
Gut. Edgelord darfst ruhig auf der Hand behalten, dann holen wir uns mal Jinzo. Da bringt das Gegenfeuer jetzt auch eine Menge. Das wird uns wahrscheinlich nicht stören müssen. Da ist doch mal ein schöner Top-Deck. Schieferkrieger. Jinzo. Ach, dann können wir den jetzt relativ schnell plätten. Und nochmal Schieferkrieger. Jips, japs. Entfernt. Dede Kriegerin, das ist gut. Oh, Dede Kriegerin. Dann killt Schieferkrieger, was auch immer das ist. Noch ein Sonderruptionsdach. Mein Gott, das ist der dritte. Gegenfall kann ich triggern. Aus offensichtlichen Gründen. Und Dede Kriegerin darf das Duell beenden. Aha, ich gewann. Ja, ich bin der Mann. Jo. Sieg in Serie Bonus. Noch eine Runde gegen die, dann haben wir unseren 13. Wetten beim letzten Duell zieht allerdings schlecht. Es ist jetzt keine schwere Wette, in Anbetracht dessen, dass man sehr frei definieren kann, was das letzte Duell denn tatsächlich ist. Ist das hier das letzte Duell? Da war ein Invasionsgefängnis. Borsi ist nicht schlecht. Für den Fall von Removal holen wir uns einmal einen Call. Gaia! Geh weg, Gaia. Niemand mag dich. Hyper Hammerhead! Das letzte Duell, damit die 15 Gegner 5-mal besiegt hast. Ah ja, okay. Das ist schon eine genauere Definition. Na, schauen wir doch mal, ob das wirklich eintreten wird. Das ist ja eher unwahrscheinlicher. Aber jetzt auch noch eine Saku, falls sie noch eine Gaia gezogen haben sollte. Sieht aber gerade nicht danach aus. Aber noch mehr verdeckte Karten, wie sich das gehört. Spalt. Was ist es denn? Wildherz, ja, der darf wieder auf die Hand zurückgehen. Viel Spaß damit. Und direkter Angriff. Jupp. Kannst Wildherz ruhig im Angriff spielen, habe ich jetzt nichts gegen. Oh. Schade. Ein genverzerrter Kriegswolf, das hilft uns doch. Dann killen wir Wildheart doch einfach. Oh. Oh. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte einfach mit Hyperhammerkopf angreifen sollen. Es gab eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun. Ich habe es trotzdem nicht gemacht, um den Schaden nicht einzustellen. Noch eine Runde. Poli! Ja, genau. Es ist Elementarheld Blade Edgelord. Wild Edgelord. Saku. Ups. Ja, passt schon. So, jetzt nochmal. Elemental Dame des Feuers. Weg damit. Heldensignal. Stinatrix. Kommt auch weg. Ja, da kommt jetzt noch ein Heldensignal. So, ha,
haben wir jetzt. Ist zwar erst Runde 9, aber es fühlte sich schon länger an, als es hätte sein müssen. Du gewinnst! Schlüsselkartenbonus. Hopp. So, das war schon das fünfte Mal. Haben wir sonst hier noch jemanden weit hochgebracht? Mehr als auf eine 2 oder so. Das sieht ja noch aus, ne? Okay, dann kennen wir halt den König der Totenkopfdiener. Der sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein mit seinen verrotteten Geistern. Ja, wir könnten ein paar Monster zum Opfern gebrauchen. Ruft der Mumie. Ich will den König killen, ja? Richtig, König. Hey, König. Ist gar nicht so schlecht. Ich hätte trotzdem gerne ein paar zusätzliche Monster zum Beschwören und so. Nicht nur Opfer. Totenkopfdiener Mangus Morus. Ach komm schon. So, ich wollte schon mal meine Spielkraft gegen den Totenkopfdiener benutzen. Ein Schieferkrieger, dankeschön. Wir sind noch ein Totenkopfdiener. Es ist ein König der Totenkopfdiener. Was? Das ist jetzt übrigens noch nicht der Moment, um den Effekt des Königs der Totenkopfdiener zu benutzen, aber sure. Beschwör ihn halt zurück, aus keinem guten Grund. Und mach ihn damit schwächer. Spalt. Bäh. Ja gut, das ist der König der Totenkopfdiener, genau 0 ATK, ne? Ein Call. Das ist gut. Aktivieren einfach mal Schwerter. Geister senden, Mann! Ach, was ein Glück. Gut, dass ich die Mage Power noch nicht verschwendet habe. Handzerstörung. Das nervt. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, damn it. Das ist unsere gesamte Hand. Das ist jetzt ernsthaft nicht gut. Ich meine, wir haben den Call, aber... Tschüss. Ach so, nee, Moment, stimmt, da hat er mit den Geister-Sensenmann geopfert, damit geht's eigentlich schon wieder. Naja, dann holen wir uns halt Jinzo. Und dann schauen wir mal, dass er noch ein paar von seinen... Totenkopfdienern wieder entfernt, weil die könnten sonst ein Problem langsam werden. Olles Stalling von dem König hier. Ja, Totenkopfkönig kommt zurück, aber wieder mit 1000 weniger. Tack, tack. Freudiges Begräbnis. Könnte schlimmer sein. Jetzt ein paar Angreifer top decken. Wie Hydrogeddon! Ja! Funktioniert die Crush-Karte? Oh, was? Echt? Die Crush-Karte wird. Ja, okay, die Karte ist nicht mehr auf dem Feld, ne? Dammit. Ich bin davon ausgegangen, dass Jinzo die Falle eigentlich negiert. Aber offenbar nicht. Der Effekt ist offenbar trotzdem weiter aktiv. Gut zu wissen. Das ist ja nervtötend. Jetzt, tschüss Schwerter. Das Duell kann sie nur im Jahre handeln. Die Kriegerin, auch die stirbt durch Crush-Karte.
Dann kill doch nochmal den Totenkopfdiener, weil das ist ja immer noch seine einzige Strategie eigentlich in diesem Deck. Zack. So, jetzt hat er Nuller, Dicker. Crush Card ist vorbei. Und ich bin mir sicher, ab jetzt werden wir auch keine Monster mehr ziehen, weil jetzt werden sie nicht mehr gecrushed. Überraschung, Überraschung. Jetzt killen wir aber endgültig. Tschüss, König der Totenkopfdiener. So ein nerviges Viech. So ein paar zusätzliche Monster zum Angreifen wären nicht übel. Es ist zum Schreien. Goblin Zombie, ja großartig. Ein König der Totenkopfdiener für ihn. Schön so durch Call zu rufen, ist auch so Brainfuck. Was passiert denn, wenn Call da dann zerstört wird? Geht der Effekt dann immer? Ne, wenn Call zerstört wird, dann bleibt Jinzo tatsächlich auf dem Feld, weil er hat dann ja negiert. Feuchtiges Begräbnis können wir das aktivieren. So, jetzt können wir mal ein bisschen aufräumen da drüben. Auch überhaupt keine Umstände mehr zu machen. Wir warten jetzt einfach für die nächste Runde und dann haben wir freie Bahn. Regenerierende Mumie. Ja, eine meins. Ich sehe, was du vorhattest, mein lieber Freund, aber das hilft dir nicht so wirklich. Liberu. Pum, 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 pum. Und Hydrogeddon. Juhu, volle Breitseite. Die Witze, der fällt nicht vom Friedhof aus und zerstört schon so deshalb. Könnte passieren. Es kommt auf dem Feld, kommt auf dem Feld. Wenn diese Karte vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre das Monster. Schwer zu sagen. Könnte sein, dass es sich wirklich aktiviert. Im Endeffekt liegt da, wenn sie entfernt wird, also im Endeffekt müsste es aktiviert werden, in dem Moment halt, in dem sie entfernt wird. Dann wäre sie noch im Feld. Jetzt übertreiben wir aber wieder da drüben, ja? Gemeinsam sind wir stark, ernsthaft und regenerierende Mumie. Das macht er doch noch kompliziert. Für den letzten Zug hier. Monsterkarten wurde ausgewählt. Ja, oh Gott, nein. Dann brauchen wir keine Hydrogalons mehr im Deck. Und schwerer Sturm. Ja, cool. Ist mich wurscht. Hab ich schon gesagt, dass der Typ das echt kompliziert macht? Buch des Lebens. Nein, ja, ist ja gut. Du bist eh tot, mein Freund. Und magischer Zylinder. Did 5200 Schaden. Übrigens. Für den Totenkopfkönig hat er sich aber auch nicht gewehrt. Nervig gewehrt, aber er hat sich gewehrt. So viel zu, das könnten wir ja wahrscheinlich mal eben schnell dreimal machen. Das hat ziemlich lang gedauert, muss ich sagen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Duell Storn. Besser sein, ja. Naja. Wir haben genügend Fallen. Klebehammerkopf. Schlüsselkarte! Was ist es denn?
Reginki Break für einen Überhammerkopf? Man kann es aber treiben, Mann. Okay, hier hätte eine Fallgrube. Ich hätte einen Maschenzylinder. Call of the Mumie. Goblin. Ja. Wobei. Ja, doch. Ich weiß, dass du dann einen neuen kriegst, aber fall mal in die Grube. Kianchi Meister ist natürlich auch eine Option. Der König der Totenkopfdiener übertreibt dabei gerne. Magische Zylinder. Mhm. Eine DD-Kriegerin, das ist gar nicht so schlecht. Wir machen erstmal Schwerter. König der Totenkopfdiener, den können wir eben killen. Dann, liebe DD-Kriegerin, tu das doch bitte auch. Zack, und weg. Nee. Ich brauch den hier aus dem Spiel entfernt, danke. Zugegebenermaßen gar nicht so unsinnvoll bei manchen Effekten von denen, aber nee, danke. Vielleicht etwas zu übertrieben. Mhm. Taktik des Massenangriffs. Okay. Dann holen wir uns nochmal hier so raus. Auch wenn wir die Kriegerin opfern müssen. Damit wir hier die großen Kanonen wieder wegräumen können. Okay, schießen Krieger. Geld. Ach, die sind ja sowieso wegen Jens annulliert. Never mind. Ich lese den Effekt irgendwann, wenn er wirklich relevant wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Taktik des Massenangriffs für Effektmonster überhaupt funktioniert. Ich glaube, Taktik des Massenangriffs funktioniert eigentlich nur für normale Monster. Also die König der Totenkopfdiener werden davon nicht mehr beeinflusst. Okay, ich schwör dich zurück. Keine Schwerter mehr. Und ein Exaren-Universum. Das ist doch endlich mal was Sinnvolles hier. Exaren-Universum macht dich mal nützlich. Ja, aktiviere deinen Effekt, bitte. Batz, 1400 Schaden. Dann hätten wir da noch eine Maske der Finsternis, die eine Falle zurückholt. Ja, okay. Das ist nicht so schlimm. Der GK-Brecher muss erstmal irgendwas abwerfen können. Beziehungsweise er muss erstmal Jinns aus dem Weg räumen können, um dann eine Karte abwerfen zu können und dann was zerstören zu können. Das ist auch noch eine Karte. Ich hätte gemeinsam so stark aktivieren sollen. Mhm. Ich frage mich, was da im Verdeck liegen könnte. Ja, dann holen wir uns noch Hydro-Gatteron. Was ist es denn für ein? Das ist noch eine Maske der Finsternis. Und vorbei. Knie nieder vor dem König. König. Ja, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Noch ein Sieg, dann haben wir einen. Dann war das. Ja, ja, heute guter Zug. Ich glaube, wir sollten mal das Deck wechseln. Wird dann so ein bisschen eintönig hier mit unserem Standard-Killer-Deck. Wann nehmen wir denn rein? Ich wollte immer mal ein Elementarhelden-Deck gebaut haben, habe ich nie gemacht bis jetzt. Brennt. Ach komm, Buchstabensuppe bietet sich immer an. Ansonsten würde ich ja Torwächterteile nehmen, aber dann halt die Buchstabensuppe. Wenn keine Vorschläge kommen, was wir nehmen sollen, dann muss ich es halt selber entscheiden.
Königlicher Totengardiner. Verrottete Geister.